Atelier. Geboren in Addis Abeba, seit 12 Jahren mit deutscher Familie im Berliner Wedding zu Hause. Engdaget Legesse baut sich eine neue Bilderheimat, die äthiopische Buntheit mit der Abstraktion europäischer Kunst verbindet. Wenn man Bilder anfängt, ist es schwer zu sagen. Aber es ist wie, wenn man morgen draufsteht, kann man nicht einfach tun, was er will. Dann muss man nur Kaffee trinken oder Frühstück essen oder duschen. Das ist genau wie jetzt gerade was passiert mit dem Bild. Das ist gerade angefangen ein Thema. Gerade angefangen auf ein Bild. Die Energie, wie jedes Bild hat eigene Energie zum Produzieren, also verschiedene Energie. Und diese Energie ist gerade nicht schlecht. Was wir jetzt gerade sehen, es wird nicht da bleiben, wahrscheinlich. Aber bei mir ist es, ich mache ungefähr 3 oder 4 Bilder gleichzeitig. Aber zum Beispiel das Bild muss ich ein bisschen warten, bis es trocken ist. Dann nehme ich das Bild schon gestern oder vorgestern gearbeitet habe, wieder rein, dann kommt rein und Für Engdaget Legesse ist Malen wie Häuser konstruieren. Er baut sie aus Materialien und Farben. Leinwände, die er auch mal zu transparenten Zäunen wandelt, oder Obst- und Gemüsekisten, die er auf den Märkten sammelt, als Wände für seine Bildräume. Wenn er arbeitet, hört er Musik, Jazz aus Äthiopien, der darauf verweist, dass das traditionsreiche afrikanische Land schon lange Brücken zur westlichen Kultur spannt. Für Legesse gehört alles zusammen. Das Kleine und Große, das Gefundene und Erfundene, Realität und Spiritualität. Alles verwebt sich zu einem unendlichen Teppich, der den Lebensfluss ausrollt. Flechten, flechten, alles ist geflechtet. Farbe geflechtet, der Leinwand geflechtet, wir sind geflechtet. Und irgendwie so stimmt es, aber das Leben ist so, das dieser Ding, dieser Form finde ich immer schön. So. Fenster, durch die man schauen kann, und Räume, die sich öffnen. Für Legesse ist das Weitergehen künstlerisch existenziell. Ich komme aus Äthiopien. Ich bin ein äthiopischer Künstler, lebt in Berlin. Ich kann tun alles, was ich will hier. Im 16. habe ich geschafft, in die Kunsthochschule reingehen. Da war eine Prüfung und habe ich geschafft und ich habe 5 Jahre studiert. Ich bin Kopter, Kopter-Orthodox. Als Kind habe ich auch Kopter praktiziert, extrem, ganz viel. Und habe ich auch religiös Bild gemalt. Figurative religiöse Malerei, die an der Akademie von Addis Abeba gelehrt wurde, war lange auch die Existenzgrundlage für den jungen Maler. Seine Sammler kamen vorwiegend aus Deutschland und Frankreich. Dann konnte ich nicht irgendwie weitermachen. Ich war 97, war in Berlin. Das war meine erste Reise nach Deutschland gewesen. Und dann habe ich nicht weitergemacht. Und dann war vielleicht die Reise hat ein bisschen Durchbruch gemacht, 97. Was da drin ist, ist eine Matratze. Das ist meine erste Matratze in Deutschland eigentlich. Zu Hause kann eine Matratze sein. Oder eine Hütte aus Kisten. Die Wertschätzung von Dingen ist nicht nur geografisch sehr relativ. Auch in Berlin kann man als Äthiopier leben. Da war eine Ausstellung, habe ich diese riesig Dinge gebaut. Mit Gemüsekiste habe ich dort geschlafen, wenn ich sage, 10 Stunden lang. Ich wollte nicht rauskommen. Es passt zu mir, Gemüsekiste und ich. Und Engdaget Legesse bringt scheinbar unmögliche Dinge zusammen. Individuelle Synthesen. Ich mache zeitgenössische Kunst, sagt er, aber mit meiner Perspektive. Na, jetzt war es so ein bisschen kalt, so blau, grün, so. Und ich brauche ein bisschen was Warmes, irgendwie. Ein bisschen. Ein
Eine Tür. Wieso nicht eine Tür zum Knochen, zum reinzukommen? Das war Metropolis. Mehr zu unseren Themen auf Arte TV Metropolis. Und auf Arte Plus 7 können Sie die Sendung auch online sehen. Folgen Sie uns nächste Woche in die israelische Hauptstadt, nach Jerusalem.